Das ist Bayerns Bester. Bester Elektroniker der Fachrichtung Maschinen- und Antriebstechnik, um genau zu sein, Mario Meyer. Die Firma Omexom aus Bamberg begleitet ihn durch seine Ausbildung und die war die beste, die es gibt, wenn es nach ihm geht. Die Ausbildung ist zukunftssicher auf jeden Fall. Zwecks der ganzen Autoindustrie jetzt auch mit den Elektromotoren und generell, dass die Elektronik ist so eine breite Berufssparte, da kann man überall hingehen. Aber ich würde zu der Firma kommen natürlich, weil hier ist die Ausbildung echt super und man ist auf vielen überbetrieblichen Lehrgängen. Ich war auch mit der Schule in Kroatien im Auslandspraktikum, das war natürlich super. Oder bei Bosch Rexroth in Lohr am Main hatten wir einen Drehkurs und wir hatten viel Prüfungsvorbereitung auch. Also unser Betrieb, der schult uns schon, sage ich mal. Und da kann man auch gute Leistungen erzielen. Und dass diese Leistung Anerkennung findet, weiß er in bescheidener Weise zu schätzen. Ich finde es super von der Handwerkskammer auch, dass sie das so fördern und dass sie einen quasi dann auszeichnen und auch auf viele Veranstaltungen einladen. Es motiviert natürlich weiterzumachen und ich finde, es motiviert wahrscheinlich auch die jüngeren Lehrlinge auch eine gute Ausbildung abzuschließen. Auf Ausbildung wird hier im Betrieb großen Wert gelegt. So belegt die Firma Omexom schon vor einiger Zeit eine Position, die sich extra um die Azubis kümmert. Wir streben immer eine Übernahme Unternehmen an und freut uns natürlich bei solchen Leistungsträgern umso mehr, wenn wir die im Betrieb halten können. Bei so einem Resultat gratuliert natürlich auch die Geschäftsleitung. Das Thema Ausbildung ist ein Stück weit Zukunft für jeden Auszubildenden, der ins Berufsleben einsteigt, ist aber auch ein Stück weit Zukunft für das Unternehmen. Wir leben letztendlich von gut ausgebildeten Fachkräften und deswegen haben wir uns ja schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren dazu entschlossen, gezielt in das Thema Ausbildung zu investieren und freuen uns jetzt, die Früchte ernten zu können. Der nächste Schritt für Mario ist die Fortbildung zum Meister. Aber mit der Unterstützung von so einem Team steht der Meisterprüfung doch nichts im Weg. Danke an die ganzen Gesellen hier, die mich die ganzen Jahre unterstützt haben und die das eigentlich auch möglich gemacht haben. Ich meine, wenn man eine Frage hat, geht man hin, man bekommt das ausführlich erklärt und ich glaube, so ist es auch das Richtige und so muss es sein. Ja, danke dafür.